Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Trading Guide für den DAX DAO und den Bitcoin, diesmal ohne Gold. Das Ganze zum Dienstag, den 9. April 2024. Und ich bedanke mich natürlich mal, wieder direkt zum Anfang, sorry für den Versprecher, schon in den ersten Sekunden für die, die am Abend live mit dabei sind und das hier mit mir zusammen machen und mir so ein bisschen Feedback reingeben, weil das macht es natürlich dann halt auch generell immer so ein bisschen, ich will nicht sagen entspannter, aber auch so ein bisschen interessanter dann halt eben auch, ne? Und bringt so einen anderen Flow hier rein, deswegen halt, das ist nicht nur so eine Aufforderung oder so ein Wunsch, der dahingesagt, ich meine es so, ne? Schreibt gerne immer in die Kommentare rein, wenn euch was dazu einfällt, zu dem, was ich von mir gebe und wenn ich das in irgendeiner Form aufgreifen kann, dann freue ich mich. Insgesamt ist ja dann nicht so wahnsinnig viel passiert am Montag. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ja, kann man natürlich sehen, wie man will. Das ist halt ganz klar. Aber generell glaube ich so, das, was ich da am Nachmittag bzw. um 12 Uhr am Montag da halt eben ja dann auch zusammengefasst habe. Ich denke aber schon, dass das für die Woche halt jetzt soweit erstmal passt. Wir sind jetzt ganz am Anfang der Woche. Wir haben einiges, was noch auf uns zukommt. Allen voran natürlich die Inflationsdaten am Mittwoch und am Donnerstag. Und die sicherlich auch den Markt dann auch bewegen werden und dann vermutlich auch entscheidend in eine bestimmte Richtung. Aber bevor wir dann zum Ausblick kommen, natürlich dann wie immer erstmal der Rückblick auf das, was ich gestern gesagt habe. Und mal gucken, ob man damit was anfangen konnte. Generell habe ich ja gemeint, um 12 Uhr, da hat ja noch jemand den Einwand gebracht. Ich glaube, der Nico war das, der dann meinte, irgendwie so DAX nicht mehr höher. Und ich sagte, ja, ne, okay, grundsätzlich, ich würde halt schon davon ausgehen, dass wir halt hier die 370 halt noch sehen. Aber so wahnsinnig viel mehr ist dann trotzdem nicht nachgekommen. Also das hier war um 12 Uhr, hier wo jetzt die Maus da dran ist. Und dann gab es noch eine Aufwärtsbewegung, sodass wir halt noch irgendwie knapp da drüber stehen. Ne? So ein bisschen long, aber bis oben hin ist er einfach nicht gekommen. Der Markt ist einfach eingeschlafen ab nachmittags. Anders kann man das halt ja wirklich hier nicht mehr beschreiben. Von daher, ich meinte hier oben, dort wäre halt eine Short-Möglichkeit zu suchen, aber okay, dahin kam er halt nicht. Ne? Das heißt, an der Stelle kann man das abkürzen mit, okay, ein paar Punkte long waren wohl noch drin, aber halt mehr dann erstmal nicht mehr. Was in Köln ist es selten kalt. Ja, jetzt zumindest irgendwie gerade nicht. Ja? Also deswegen auch hier mittlerweile so ein bisschen sommerliches Outfit und weil die Sonne scheint, und das macht es ja dann auch so ein bisschen netter, ne? und drückt aufs Gemüt, wollte ich gerade sagen. Nein, erheitert das Gemüt und macht es halt so ein bisschen chilliger, entspannter. So, der DAO, das Gleiche. Ne? Also irgendwie auch, da gab es halt zwei mögliche Szenarien. Ich habe gesagt, wenn er einmal hier runterkommt, würde ich ihn direkt hier long anpacken, weil ich auch generell der Meinung bin, hier oben fehlt noch ein bisschen was und da oben eben short. Was macht der DAO? Nichts. Konnte man das handeln? Zumindest nicht an den zwei Punkten, weil die kamen die halt einfach nicht. Ne? Das hat einfach insgesamt stehen geblieben. Der Bitcoin, Gold habe ich ja irgendwie gar nichts mehr dazu gesagt, außer dass wir da halt generell, ne, hier ist erstmal das Target erreicht, wo er hin sollte. Da gibt es keinen Handlungs- und Erklärungsbedarf. Und beim Bitcoin meinte ich ja, der hat gute Chancen, dass er sich jetzt eben hier oben rausdrückt und hält sich auch hier erstmal oben sauber drüber fest. Und aber ist dann auch schon wieder direkt eine Sache für den Ausblick. Ihr merkt schon, das wird heute kurz, ja, also ich versuche mich da halt wirklich nicht nur zurückzuhalten, aber auch generell, der Markt hat sich halt nicht mehr bewegt seither. Von daher kann ich da auch nicht mehr so wahnsinnig viel ja dann eben auch da dazu sagen. Und wenn halt einfach nichts passiert ist, hat einfach nichts passiert. Ich glaube halt schon, dass es insgesamt so ein bisschen zusammenhängt mit dem, was jetzt die Woche eben noch an Nachrichten kommt und deswegen der Markt halt sehr zurückhaltend ist. Bevor ich jetzt weitermache, wie immer, bitte liked das Video und abonniert den Kanal und erzählt es natürlich auch sehr gerne weiter. So, und ich habe es getauscht. Man sieht es, hier ist wieder das richtige Insert drin, der richtige Text und auch die Wolken, die schönen Wetterwolken im Hintergrund. Wobei, ob das dann so schön wird, da bleibe ich eben dabei. Da habe ich noch meine Zweifel dran, weil es ist schon sehr verhalten alles. Ne? Und es ist, was jetzt momentan, was man halt sieht, insgesamt in den beiden, also DAX und DAO, ist halt einfach die Zurückhaltung, also bei recht schlappem Volumen insgesamt, kommt dann einfach nichts. Es gibt dann ab und zu, hat man ja dann irgendwie gesehen, gibt es dann halt irgendwie mal kurz so einen Schub nach oben, ne? Und aber dann halt irgendwie kommt halt nichts hinterher und dann fällt es wieder in sich zusammen. Das heißt, so diverse Aufbäumversuche waren sehr wohl dabei, aber halt mehr einfach nicht. Ne? Also irgendwie nur so kurze Zuckungen und dann ist es irgendwie wieder auf Null. Ich habe auch versucht, long zu gehen, aber
so wahnsinnig viel war da nicht zu holen. Das heißt, ich bleibe hier dabei. Also das könnte dann aber auch dafür dann heute relativ einfach werden, also am Dienstag, nämlich, dass der Markt jetzt einfach nur die Reise hier fortsetzt. Gehe ich immer noch davon aus, hier oben fehlt noch ein kleines Stück, der muss einmal da rein, da oben in die rote Zone. Wobei, hier natürlich kommt es ganz klar darauf an, wieder auf die Reihenfolge. Ne, ganz klar, also kommt der Markt erst runter zur Eröffnung und stößt sich hier unten irgendwo in dem Segment ab. Das heißt hier maximal irgendwo bei der 18.218. Wenn er da als erstes hinkommt, wäre das für mich ein ganz klares Signal, da long zu gehen und dann von dort zu versuchen, eben darauf zu handeln. Läuft er aber halt zuerst drauf. Da oben in die Zone wird er wahrscheinlich nicht weit kommen, wird wohl irgendwo hier mittendrin vermutlich stranden und auch nicht unbedingt das Hoch hier bei der 433 ausloten, sondern ich würde tippen, so knapp hier über der 370, dass wir dort dann halt eine Gegenbewegung hätten. Und das heißt natürlich auch hier, ne, in dieser Range, also das ist ja einfach nur wieder so, ne, klassisch halt einfach, steht hier in der letzten Aufwärtsbewegung drin, bewegt sich hin und her, aus dieser Range heraus würde ich eigentlich irgendwie nicht so wahnsinnig oder nicht wahnsinnig gerne handeln. Oder da jetzt, ich würde mich hier jetzt nicht festlegen wollen, geht zuerst drauf oder geht zuerst runter. Sondern das würde ich tatsächlich abwarten und gucken, was zuerst kommt. Weil ich glaube nicht, dass das hier so einfach dann in sich zusammenkippt und dann runterfällt. Ich denke schon, das muss noch irgendwie einmal so einen Schlenker nach oben machen und ab dann sehen wir dann halt weiter. So, der Christian meint, doch 60 Punkte im DAX haben mir das Depot gefüllt. Das ist doch schön. Ich hoffe, ich hatte auch ein bisschen was damit zu tun. Und war da nicht ganz unbeteiligt dran an deinem Erfolg. Das würde mich natürlich freuen. Wenn du es ohne mich hingekriegt hast, freut es mich natürlich trotzdem, ist ja auch klar. So, das heißt, hier auf den Daily brauche ich jetzt gar nicht mehr großartig zu gehen. Das habe ich ja alles schon zum Montag gemacht. Von daher ist das, glaube ich, soweit erstmal dann auch abgefrühstückt. Im Dow, ne, muss ich ja leider auch schon wieder sagen, ja, immer noch genau das gleiche in Grün. Also wir haben halt hier einfach eine Range, ne? Also eine sehr, sehr, sehr kleine Range, hält sich hier halt die ganze Zeit an dem Gap auf, was er da halt zum Montag gestartet hat, schließt dann nachher irgendwie drunter. Auf den Tag betrachtet sieht man dann so eine kleine schwarze Kerze, die jetzt aber auch nicht irgendwie wahnsinnig viel Aussagekraft hat, sondern halt irgendwie nur so, ne, okay, da ging es mal gerade nicht mehr weiter, aber ob das jetzt so viel zu bedeuten hat, wage ich zu bezweifeln. Hier oben hängt immer noch der SMA 20, ich denke, den könnte man schon noch irgendwie von unten nochmal angucken, damit auch die 160. Und eben dann halt auch hier die Range, ganz genauso wie im DAX, dann halt eben auch einmal nach oben, dann nach unten oder halt umgekehrt das Ganze halt auflösen. Oft ist es ja wirklich so, ich meine, die Range lässt sich hier nicht so gut eingrenzen, wie ich finde. Also wenn man sich das Volumen hier anguckt, da schon, ne? Das heißt, da liegen wir in dem Bereich von 38.887 bis eben darauf. Andi, was ist das? Hier oben 38.960 etwa, ne? Also irgendwie 60 Punkte Range. Und oft ist es ja eben so, eine Range bricht erstmal die falsche Richtung aus und dann in die richtige. Gerade wenn es so in der Mitte hängt, auch hier, ne, würde ich nicht unbedingt hingehen, würde mich direkt da festnageln lassen wollen, was da zuerst passiert. Deswegen gilt auch hier unverändert, kommt er eben hier runter auf diese rote Linie, die sich immer noch nicht anklicken lässt. Muss ich, glaube ich, nachher mal drauf gucken. Dann würde ich da tatsächlich hier, auch wenn die jetzt hier in rot ist, 760, vermutlich dann erst, also wenn er da zuerst runterkommt, dann dort wohl auch mal mit einem Long dagegen halten, ne, sodass also eigentlich dieses Szenario auch unverändert halt eben bestehen bleiben kann. Heißt also, kommt erst runter, würde ich erstmal Long gehen, kommt er zuerst rauf, ohne dass er zuerst unten war, würde ich da oben Short dagegen halten. Und dann halt vielleicht sogar schon ein bisschen tiefer, ne, also hier kommt, was uns jetzt hier ins Gehege kommt, also finde ich ja grundsätzlich nie so klasse, ist der EMA 200, weil der immer den Markt so ein bisschen durcheinander macht. Und man da halt nichts ableiten kann, da aber halt, was ich immer wieder sehe, ist, dort wird gehandelt, nur die Richtung ist irgendwie nie klar. Deswegen bleibe ich da eigentlich immer ganz gerne weg davon. Das heißt, von mir aus gerne ein bisschen höher, hier auch Maximum eben hier oben die 277 oder knapp drunter, weil hier mal halt auch ein Point of Control da oben an der Stelle, hier sieht man ja in dem Bereich, und auch Supports, die da oben halt auch nicht von unten abgeholt wurden. Das heißt, das wäre dann halt irgendwie so die 39.241. Das wäre, glaube ich, schon irgendwie ganz nett, dort mal irgendwie anzuklopfen. Und wie gesagt, aber kommt extrem, finde ich, auf die Reihenfolge an. Das ist natürlich jetzt die grüne, die falsche Farbe. Das muss natürlich rot werden. Also, nee, Rex heißt er nicht. Moment, einmal nur kurz vertippt. So. RSX, meine Güte, ist doch nicht so schwer, Herr Hilger. So, also wenn er dort einmal anklopft und dann von dort würde ich halt dann eher schon wieder den Short suchen und nicht davon ausgehen, dass wir hier diese Highs da oben halt überhaupt nehmen.
Also mehr kann ich da immer noch nicht erkennen, weil aus der Range raus auf jeden Fall nicht, sondern halt eher dann schon halt versuchen, irgendwie kurzfristige Tendenzen dann halt mitzunehmen. Es sollte sich natürlich dann am besten auch irgendwie zeigen, dass das dann halt eben, dass da oben halt Verkäufer sind oder von mir aus auch davor, der muss nicht ganz da rein, aber generell finde ich das immer noch das Plausibelste, dass der erstmal da raufläuft in irgendeiner Form und dann halt wieder, dann halt nach unten hin zurückkommt. Das wäre so der Ansatz dann eben unverändert eben auch noch für den Dow. Gold, ne, habe ich ja schon erwähnt, da gibt es keinen Ansatz momentan, weil der ist erstmal fertig. Also was heißt fertig? Hat erstmal den Bereich erstmal abgelaufen hier oben mit dem Target, wo ich halt hin wollte. Hier steht ja noch Possible Target Midterm und das ist erstmal erreicht und deswegen kein Handelsbedarf. Und der Bitcoin, der ist natürlich jetzt der jetzt halt hier tatsächlich zum ATH ausholen könnte, weil der hat jetzt hier die letzte Bewegung nach unten dann nochmal eliminiert, also das Framing auch wieder umgedreht, schließt hier oben rechts sauber an den letzten Hochs, nicht drüber, aber doch immerhin dran und schwebt hier oben doch relativ deutlich unter der Decke und hat auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel Lust zu fallen. Im H1 sieht man jetzt irgendwie nicht so krass viel, also ich finde im Daily, also man muss immer so ein bisschen aufpassen beim Bitcoin, wo man den halt wirklich dann halt anpackt, ob das dann halt eben tatsächlich irgendwie der H1 ist, der Weekly oder was auch immer. Und die letzten Tage fand ich in Daily nicht so hilfreich, dafür den Stundenchart und den Wochenchart, die liegen dann noch mal ein bisschen weiter auseinander, aber die haben die Richtung ganz gut gezeigt. Aber jetzt finde ich halt hier, der Daily spricht halt hier jetzt noch mal irgendwie eine relativ klare Sprache, setzt nämlich halt hier über dem letzten Framing da oben schließt er immerhin drüber, ja. Also hat nicht nur irgendwie das rote Framing umgedreht, damit dann eben auch hier unten dieses Gap hinter sich gelassen, schließt auch hier über dem alten Gap und schließt an den Hochs da oben. Also da müsste schon irgendwie so ein bisschen mit dem Teufel zugehen, dass der halt irgendwie jetzt nochmal einfach komplett nach unten irgendwie in sich zusammenklappt. Kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Deswegen wäre hier eigentlich so das Plausibelste, ein kleiner Rücksetzer da unten hin, irgendwie an die 70.000 in irgendeiner Form und von dort dann halt eben Vollgas nach oben. Das wäre natürlich wirklich so das generell wünschenswerteste überhaupt, weil dann wäre halt hier einfach mal Ruhe. Also, weil wenn man das als Range bezeichnen will, also das soll er bitte jetzt nicht eine echte Range draus machen, dann wird es irgendwie anstrengend, sondern eher dann halt die nach oben verlassen. Weil eins ist doch auch klar, hier oben gab es Verkäufer. Ne? Das heißt aber auch auf der anderen Seite, hier oben wird es einiges an Material geben, was da halt oben liegt. Ne? Also eben an Short-Positionen da oben in dem Bereich. Und wir hatten das Thema hier auch schon mal, da sprechen einige von der God Candle und weiß ich nicht was. Ne? Aber generell, also was jetzt eben den Ausbruch nach Norden angeht, ganz falsch ist das halt nicht, ne? Weil wenn halt hier jetzt irgendwie Druck reinkommen sollte in den Markt nach oben und hier oben noch ein Haufen Shorts rumliegen, weil der Bitcoin hat natürlich immenses Volumen eben halt auch durch den Future, nicht nur durch den Spot dann halt eben selbst, sondern im Future liegt da oben einiges rum. Und wenn das alles raus muss, also wenn das alles aufgelöst wird, dann kann es natürlich echt eine heftige Explosion nach oben geben. Und deswegen baue ich da natürlich auch viel lieber drauf, zumal ja eben in Trendrichtung halt ist, ne, dass der Markt direkt nach oben durchgeht, weil es auch so ein bisschen unerwartet jetzt natürlich wäre. Ne? Und wenn die alle auflösen, schießt es das Ding halt eben dann durch die Decke. Ne? Und von daher bleibe ich da natürlich dabei und vor allen Dingen, das stellt sich hier so ein bisschen dar, als könnte das jetzt irgendwie kurz bevorstehen, dass wir halt so eine Bewegung dann auch bekommen. Im H1, auf den gehe ich natürlich auch mal und gucken wir uns das hier mal an. Da sieht man halt einfach nicht viel, ne? Außer dass hier oben auch in der letzten Aufwärtsbewegung, da ist der einfach stehen geblieben. Mehr ist nicht mehr passiert. Dort steht das Ding drin und baut sich hier oben in der Range im H1 auf, so das hat irgendwie, es will nicht mehr runter, ne? Wäre natürlich komplett in meinem Sinne. Der muss auch gar keinen Rücksetzer machen, wenn es nach mir geht, ja. Gut, in der Regel geht es ja nicht nach mir, das ist ja halt auch klar, oder nach uns oder was wir uns vorstellen, sondern eben das, was da im Markt halt eben ansteht und was halt irgendwie dann halt in irgendeiner Form am plausibelsten ist. Deswegen auch hier sehe ich momentan nicht viel anderes. Gut, hier unten haben wir natürlich jetzt ein Gap übers Wochenende. Das wäre schon legitim, das halt eben nochmal anzutesten, ne? Dieses Gap. Also das heißt, dass er einmal hier runterläuft und sich das halt hier einmal irgendwie abholt. Das müsste aber schon so ein bisschen im Schweinsgalopp dann halt irgendwie gehen. Aber eigentlich fände ich es nicht gut, weil da wären wir schon wieder irgendwie bei der 68.000. Und ob wir die jetzt irgendwie nochmal sehen müssen, ich weiß es nicht. Ne? Aber okay, wäre tatsächlich noch legitim, wenn es eben ganz schnell geht, wenn dann halt so eine Bewegung kommt. Aber
gerne eben auch ohne Rücksetzer oder halt eben auch nur, wie ich es gerade im Daily gezeigt habe, ne, irgendwie so ein kleiner Rücksetzer eben nur hier bis an die 70.000 halt etwa und halt eben um den quasi roten Kasten, also das rote Framing einmal von oben abzuholen, wie ich es da gerade im Daily, wie man es ja gerade gesehen hat, und dann halt eben dort hochzieht und dann gerne nicht nur in Richtung neues ATH, sondern dann auch gerne ein richtiges neues ATH. Wir werden sehen, ob das Ganze dann so aufgeht. So, dann gucke ich noch über die Kommentare drüber. Boah, heute bin ich ja echt schnell hier, ne? Aber gut, ist nicht viel passiert, gibt es natürlich nicht viel zu sagen. So, Christian Hemd mit langen Armen, ja natürlich. Zieht doch keiner Hemd mit kurzen Armen an, das ist doch stillos, Christian, Mensch. So, in M&E scheint die Sonne und ich war in der Adria baden. Das ist natürlich wunderschön, ich nicht. Ich habe den Pool geflickt oder beziehungsweise noch so ein bisschen irgendwie dieses Regenwasser da irgendwie entfernt, und aber nicht in der Adria, sondern ne, in Nordrhein-Westfalen. So, ich denke, da wird es neu in Arbeitsprogramm Feedback gehen. 20, 40 Minuten zeitlich gut, klar. Ja, ne, gelingt aber nicht immer. Wäre mir ja natürlich auch am liebsten. Ich sitze ja auch nicht unbedingt dann halt unbedingt, also gerne bis irgendwie Ultimo hier, ne? Bin ja natürlich auch froh, wenn es durch ist, auch wenn ich tatsächlich echt das hier abends gerne mache, wirklich, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber halt, es muss dann natürlich auch nicht irgendwie ewig sein. Das ist natürlich dann auch schon mal so ein bisschen anstrengend. Irgendwann ist ja mal gut. So, der Christian hier, 60 Punkte, 2 Ellipsen, heute Long ab 170. Nee, Popgunjäger, okay, gut. Also nicht mein Verdienst, aber trotzdem freut mich natürlich für dich, Christian. So, der Heiko, wie schätzt du, wie tief der DAX fällt, wenn zum Beispiel 5 Widerstandsunterstützung nicht getestet wurden? Das habe ich tatsächlich, Heiko, am Freitag, glaube ich, war es irgendwie erklärt, mit dem Titel, ob jetzt der Crash kommt. Und also generell, um das ganz kurz zu beantworten, du kannst da gerne nochmal reingucken, wobei ich mich da wahrscheinlich mehr auf den Dow bezogen habe, wird im DAX aber nicht anders sein. Der Squeeze im DAX hat angefangen im Oktober. Wir haben einen Weekly Squeeze, ja. Ich würde das nicht als Trend bezeichnen. Es ist ein Weekly Squeeze. Oder klar, es ist ein Trend, aber kein sauberer. Weil ein sauberer Trend hat Korrekturen und der hat keiner. Und ein Squeeze geht immer dahin zurück, wo es angefangen hat. Und das wäre dann im Zweifelsfalle, wenn das Ding jetzt wirklich mal in sich zusammenklappen sollte, wäre das als allererstes dann vermutlich auch eben der Oktober in beiden Märkten. Dirk macht doch mal Live-Trading im DAX morgens 2 Stunden. Kollege, das haben wir gerade abgeschafft. Ich habe irgendwie jahrelang ja Live-Trading gemacht, morgens mit dem DAX und mit FX Flat zusammen. Und das war so oft so, ja, das hat irgendwie keine Wohler, ja, und echt so oft, dass wir ganz lange überlegt haben, eben machen wir das überhaupt noch, ne, weil es hat irgendwie, das war natürlich Zufall, ja, aber so oft gesehen, irgendwie Live-Trading, jeden zweiten Dienstag war das morgens um 8:45 und das ist einfach ganz oft nichts, ja, oder schwer zu handeln oder weil halt eben zu wenig Wohler da gewesen ist, und deswegen haben wir das ja geschoben mittlerweile auf den Nachmittag und machen halt dort den Dow, finde ich dann halt wesentlich spannender. So, der Hans sagt Danke, ich habe doch gar nichts gemacht, lieber Hans, aber trotzdem danke fürs Danke. Und der Heiko sagt, wann kommen kleiner, wann kommen große Rücksetzer. Wie gesagt, guck dir bitte wirklich da am besten das vom Freitag an, was ich da beschrieben habe, oder halt eben das auch zum Montag. Da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz ausführlich darauf eingegangen, nach welchen Kriterien und was da halt wo wie passiert. Da habe ich mir echt Mühe gegeben. Ich glaube, es ist ja auch irgendwie eine Stunde lang, das Ding vom Freitag, und hat auch tatsächlich, danke dafür übrigens, ne, die meisten Likes bisher, glaube ich, überhaupt, und auch richtig viel Zuschauer. Und deswegen, ich glaube, das war nicht so schlecht, wie ich das da halt dargestellt habe. Deswegen guck da bitte gerne rein, lieber Heiko. Alright, so, heute Rekordzeit, 18 Minuten, okay, aber why not? Ne? Also, like das Video sehr gerne, abonniert den Kanal, holt euch den Stereo Trader, und wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann holt euch sehr gerne das Live-Chart Add-on oder drückt hier einfach mal den Donation-Button, und dann kommt natürlich hier bei mir auch was an. Wenn ihr denn mögt, wenn euch das weiterhilft, und vor allen Dingen bitte sehr gerne weitererzählen. Das war echt kurz. Okay, 20 Minuten, aber danke, habt einen erfolgreichen Handelstag, und für die Live-Zuschauer vom Montagabend euch wünsche ich natürlich einen schönen Restabend, und ansonsten macht nichts kaputt, passt auf euch auf, ich freue mich, bis zum nächsten Mal, ciao.